alle Team Red One-Mitglieder. Es wurde von der Crusader Security unsere Unterstützung angefragt. Es geht um eine für die offiziellen Stellen etwas heikle Sache, die nicht an die Öffentlichkeit dringen soll. Daymar ist seit geraumer Zeit zu einem Drogenschmuggel-Umschlagplatz geworden. Da Daymar inzwischen zu einem sehr lukrativen Ort für Lizenz-Mining-Verträge geworden ist, ist es Crusader Industries sehr unangenehm, diesen Ort durch Drogenschmuggelaktivitäten kompromittiert zu sehen. Hier kommt Team Red ins Spiel. Wir haben eine Anfrage erhalten, möglichst geräuschlos einen der vermuteten Drogenumschlagplätze zu inspizieren. Crusader Security hat Hinweise erhalten, dass heute Abend gegen 20 Uhr Standard Stanton Zeit ein Drogenkurier eine Widow-ähnliche Substanz auf dem Mar bergen soll. Crusader Security hat alle offiziellen Landeplätze auf Daymar unter Beobachtung. Uns fällt die Aufgabe zu, den am ehesten zu vermuteten Umschlagplatz zu beobachten, den Drogenkurier, falls er dort auftauchen sollte, festzunehmen und zum Verhör nach Port Alizar mitzunehmen. Crusader Industries wäre es sehr unangenehm, wegen irgendwelcher feindseligen Handlungen, von wem auch immer, das Vertrauen der A-Corps und Shubins dieser Welt zu verlieren. Also, während dieser ganzen Aktion Bälle flach halten und Funkdisziplin einhalten. Wenn geschossen wird, werden wir Crimeset bekommen, da wir offiziell nicht auf dem Mars sind. Crusader Industries hat allerdings über die allseits bekannte, korrupte Familie Hurston einen ganzen Bus voll Rechtsvertreter engagiert, die zum einen eine Legende für uns basteln und zum zweiten uns vor den UEE-Gerichten wieder raushauen sollen. Und wir haben es selbst in der Hand, ob es soweit kommt. Pegasus? Ja? Stell deine Triebwerke um. Besser. Ben? Ja? Ich glaube, ich kriege gerade eine Nachricht von Crusader Security. Ich ziehe mich mal kurz zurück, ja? Kleinen Moment. Alles klar, bis gleich. Passt mal ein bisschen auf, das Radar auf. Das ist hier nicht gerade der sicherste Ort bei Grimhex. Nicht, dass wir hier... Ja. Verstanden. Degastes? Ja? Lass uns schon mal einen Kurs planen. Jawohl. Dass wir den Kurs schon gesetzt haben, nach Daymar. Ja. Kurs nach Daymar gesetzt. Kurs nach Daymar gesetzt. Bestätigt. Radarlock? Radarlock. Welcher Name? Ja, es war ein ganz kurzes Signal und ist wieder weg. Mal lieber sprungbereit bleiben, falls wir hier schnell weg müssen. Also, die Leute von Crusader Security sind auch irgendwie, die machen es auch ein bisschen geheimnisvoller, als es nötig ist. Sie sprechen davon, dass sie noch dran sind, aber sie haben bei OM3 über Daymar Flugaktivitäten, unregistrierte Flugaktivitäten registriert. Und sie vermuten, dass es sich irgendwo um OM3 handelt. Also ich denke, wir müssen noch ein Momentchen warten, bis die genaues sagen. Wo sind denn die anderen? Die sind hier vorne im, die sind draußen auf Position. Direkt vor Grimhex. Crusader Security hat Angst, dass eine Flotte da im Prinzip jemanden versteckt, der da vielleicht noch auftauchen will. Okay. Es geht ja darum, den Drogenkurier auf frischer Tat zu ertappen. Ja. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Aber da müssen wir wirklich versuchen, wie gesagt, wenig Staub bei aufzuwirbeln. Verstanden. Wir warten auf Kommando zum Sprung. Ja, ganz, ganz ruhig. Ich habe immer noch keine genauen Angaben von Crusader Security. Okay, ist direkt 2000 Meter über uns in der leichten 1-Uhr-Position. Ah ja, da sehe ich welche. Wunderbar. Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, springen wir zuerst mal von hier aus in den Orbit um Daymar.
Ich versuche nochmal hinten in den Funkraum zu gehen und mal mit diesen Crusader Security Hanseln zu sprechen. Okay, also ist der Sprung ist freigegeben. Ja, ja. Ja. Erstmal okay. Einfach nur in den Orbit um Daymar und dann sehen wir weiter. Okay, Degastus, ich zieh dich. Ja. Du ziehst uns beide. Ja, perfekt. Wir springen jetzt so gut es geht erstmal OM3 an. Also, es scheint sich was zu tun. Verstanden. OM3, okay. Ja, verstanden. Okay, dann genau, schwenk bitte das Schiff mal. Stopp, nicht weiter schwenken und zurückschwenken bitte. Ich habe jetzt hier eine Funkpeilung in meinem kleinen Kommunikator. Stopp, etwas höher schwenken das Schiff. So, und jetzt mit halber Kraft voraus. Verständlich. Können die anderen uns sehen, dass ihr folgen könnt? Ja. Können die anderen die Conny sehen und ihr folgen? Gott. Wir springen Ben an. Ja. Achso, ihr seid noch gar nicht bei OM3. Nein, noch nicht ganz. Okay, dann warten wir noch mal. Sorry. Bleib still. Fuß in Schaden. Jetzt. Okay, dann bitte das Schiff noch mal so dezent so 10 Grad nach rechts ausrichten. Circa 10 Grad nach rechts, noch ein bisschen. Ja. Noch ein Stück. Okay, super. Genau. Soll ich einmal feuern? Dann siehst du meine Blickrichtung. Ja. Okay. Haben wir schon eine Höhenanzeige? Nee. Nein. Okay, dann kannst du bis dahin, glaube ich, Vollgas geben. Der Rest bleibt dran, verliert uns nicht, ja. Oder? Bestätigt. Naja. Sehr gut. Direkt über den Zielgebiet müssen wir uns dann verteilen, das ist aber noch nicht ganz klar. Wo es denn genau ist? So, 990. Sehr schön. Stopp. Kontakt. Ja, eine Crusader Starrunner. Leute, die sind 11,1 Kilometer. Die sind schon da. Okay, nach eigenem Ermessen vorrücken jetzt. Wir wissen, wo wir hin müssen. Der Rover muss in Entfernung ausgebracht werden, muss bemannt werden. Mein Plan ist es, in der Conny zu bleiben. Der Ben steigt dann um in den kleinen Jäger und fliegt schon mal voraus, würde ich vorschlagen. Um die Lage zu sondieren. Nein. Ist das okay? Ja. Bitte noch keine Feuergefechte provozieren. Verstanden. Wow. Es ist nur ein Raumschiff, aber man weiß nicht, wie viele Leute und wie viele Raumschiffe da noch kommen. Das war Rubberbanding. Ich sitze wieder im Co-Pilotensitz. Mein Gott. Von der Merlin zurück. Es scheint noch ein paar Raumzeitspalten zu geben. Q ist hier. Scheint so. Okay, also die Conny steht, du kannst also abdocken. Der Rest der Truppe, ist der schon vorgeflogen? Ich kann es nicht erkennen. Nein, wir sind noch in der Nähe. Ist die Merlin raus? Negativ, ich kann nicht ansteigen. Ich sehe nämlich da einen Flieger vor mir. Bitte nicht zu nah ran an das Zielgebiet. Wir dürfen dir nicht vorwarnen. Wir machen Vollfluss. Irgendjemand fliegt da gerade runter. Ja, ich stehe hier auf der Höhe von Langbart. So. Wir haben eine Höhe von 2090 und eine Entfernung vom Ziel einschätzbar auch so 2000. Okay. Verteilt euch ein bisschen. Sodass das Zielgebiet quasi umrundet wird beim Landen. In welcher Entfernung soll ich den Rover abstellen? Okay. Also
Also, ich bin gerade hier. Das ist eine Star Runner. Eine einzige Star Runner. Da scheint eine Person hin und her zu laufen. Okay, Leute, kommt runter. Die Conny bleibt zur Luftabsicherung, würde ich sagen, noch oben. Beziehungsweise, nein, Quatsch, die Conny muss runter den Rover ausladen. Ja. Richtig. Ja. Welche Entfernung? Nach eigenem Ermessen, sodass man halt nicht in Schussweite kommt. Okay, dann begeben wir uns jetzt zu Conny. Ich lande in 2 Kilometer. Soll der Jäger in der Luft bleiben? Ich bleibe erstmal hier oben, weil wenn ich lande, bin ich quasi Ziel. Wir müssen von mehreren Seiten gleichzeitig ran, damit der Gegner sich entscheiden muss, in welche Richtung er sich wendet. Deshalb habe ich nachgefragt, ob die Saber als Stealth-Fighter irgendwo in der Luft bleiben soll. Können sie gerne machen. Das ist noch. Können wir gerne so machen. Dann bleibst du oben. Ja, dann. Also das ist tatsächlich das Javelin-Wrack, ne? Oh, schön. An dem hier, dieses Drogenversteck scheinbar. Und die Star Runner parkt am Hauptrumpfrest. Der Javelin hat quasi in ihrem Rücken den Rumpf als Schutz, kann also von da aus nicht angegriffen werden. Man muss sie von vorne aus angehen. In 3, 2, 1. Aufgesetzt. Okay. Jemand aus der Red muss dann raus in den Rover, ne? Wir haben Besuch, ein Schiff. Das wird der nächste Drogenhändler sein? Na, das bist du. Das ist eine Krüger. Das ist eine Krüger, okay. Ja. Stimmt, die hätten noch ein rotes Licht an die Krüger machen müssen. So, da werde ich dann in den Rover gehen, ne? Verstanden. Okay, hast du es gehört, Ben? Okay, ich steige auf Star Red aus. Ja. Alles klar. Soll ich in der Red bleiben? Im Prinzip, es geht ja darum, dass wir vermutlich in einen FPS-Kampf gezogen werden, also... Also bleibe ich. Da würde ich tatsächlich, ich kann die Rover-Tür nicht öffnen. Mal schauen, ob die Dachschuss es kann. Hey, komm rüber. Ja, ich bin unterwegs. Das ist natürlich etwas, was ich nicht bedacht habe. Das ist nicht so eine Scheiße. Ich glaube, das hat erstmal keiner bedacht. Langbart an Ben. Ben? Geht da auch nicht. Hit and open. Draufschießen? Ja. Yeah. Okay. Abstand? Schieß mal drauf. Sieht nicht so aus. Das Scheißding ist robust. Das haben wir ja gekauft. Jupp. Gehen klar. Vielleicht oben einsteigen, sonst müssen wir wirklich zu Fuß Moment, gehen. Moment, ich komme gerade, ich lande kurz, ja. Das Überraschungsmoment haben wir jetzt eh verloren, das ist, hat sich erledigt. Komme ich sauber runter? Ich kann es nicht sehen. Moment, jetzt. Das hat alles Crusader Security bezahlt, ist mir doch egal. Hallo Leute. Team Red. Sir. Wo ist hier der fucking Rover? Da ist er. Ah! Was ist das denn? Mir auf die Fresse gepackt. Was ist das denn? Hier sink ich ein. Okay, bekommst du die Tür auf? Und?
Gamer ist bekannt für Schreibsachen. Okay, ja. Alles klar. Ja, danke schön. Dann rein in die Stube. Du fährst? Genau, wenn du Motor anmachst, geht die Tür automatisch zu. Scheiße, das Ding. Können wir uns nicht hinsetzen? Hier steht nur Use. Das ist wieder Turret. Könnt ihr das Ding nicht fahren, oder was? Ich nicht. Versuchst du mal. Ja. Das wird wohl auch nicht gehen. Oder? 2 Kilometer laufen? Kein Problem. Okay, dann läuft. Dann läuft! Scheiße, was war denn das? Ich habe gerade einen Berg geküsst, hier im Dusan. Ah, so sah das auch aus. Au! Oh, jetzt fliegt... Oh, wir müssen... Alarm, der versucht zu fliehen mit seinem Schiff. Langbart unterwegs. Wir müssen jetzt abschießen. Nützt alle nichts. Das Feuer öffnen. Okay. Holt den runter, holt den runter. Er scheint aber nicht richtig abzuheben, also irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn er irgendwie auch beschädigt sei. Ich brauche dringend Feuerunterstützung, ich komme mit der Kugel nicht weit hier. Saber? Wird getroffen. Und geht hinterm Berg runter. Sind noch welche in deren Stützpunkt? Ich weiß es nicht, aber ich denke mir, wenn die jetzt so eilig wegfliegen, wird die Drogenlast im Flieger sein. Lass uns zurück zum Schiff. Das Saber klebt noch an ihm dran. Ich habe ihn verloren. Ah, da ist er. Das ist er. Wo ist hier der? Schalter zum Hoch. Frage, Einsatz Raketen? Ja, alles drauf, was geht. Naja, schwer beschädigt, keine Schilde mehr. Okay, na, vielleicht versuchen wir ihn zu landen zu zwingen. Also wir sollen ja den Typen zum Verhör nach Porto Isar bringen. Ich flieg mal zu Langbart drüber. Ich hab den Gustav nicht verstanden, ist zu leise. Ich flieg mal zu Langbart drüber. Na, wir kommen hier nicht hoch, ne? Er ist jetzt 14 Kilometer weg. Degustus? Ja. Kannst du uns Not abholen? Ja. Okay, dann breche ich hier ab. Langbart, Gegner kommst du alleine klar? Nachricht an alle, Gegner zerstört. Okay. Okay. Das heißt, dann keine Möglichkeit mehr zum Befragen? Nein, aber das müssen gucken, ob es sind scheinbar doch noch... Drogenpakete hier versteckt, die müssen wir auf jeden Fall sicherstellen, da geht kein Mensch dran vorbei. Ich gucke nach eventuell Überlebenden. Ja. Oh, hat jemand schon das Wrack inspiziert? Gleich dabei.
Plus, das setzt sich gleich dort ab. Okay, wir sind fertig zum Reingehen. Seid ihr jetzt im. Ich meine nicht das Javelin-Wrack, sondern die. Starrunner, ja? Die Kiste sind an Bord. Alles klar. Ich halte mich mal ein bisschen fern von euch. Ich habe Grimstead 3. Also ich bin über der Conny. Über der Conny bist du, okay. Es geht, jetzt ist die Starrunner gerade gespawnt, aber hier scheinen noch Drogenpakete zu liegen. Ja. Wenn du 2 Kilometer weiter fließt, also in Conny Sichtrichtung, dann kommen wir wieder zu Javelin. Ja, aber hier, wo die, bei der Absturzstelle der Starrunner liegen Drogenpakete. Lass uns die einnehmen. Die kann ich mit der kleinen Kiste aber nicht transportieren. Die muss irgendwann hin, der Stauraum. Das heißt, ich fliege mal in Richtung Langbart. Ja. Da kommt ja die Red, okay. Ich ziehe mich noch kurz ein Stück zurück. Sehe keine Pakete. Ich auch nicht. Ich flieg nochmal drauf zu, die liegen hier, ich sehe sie richtig. Lande, komm zu Fuß raus und hol die Dinger ab. Alles klar. Ich lande direkt bei einem dieser Pakete jetzt. Lande. Ja, nicht hier auf dem Kamm. Nee, das können Sie. Was hält die Rampe aus? Ich brauche eine Tüte hier. Ja, aber das war doch schön, oder? Das ist vorbildlich. Okay. Wo ist die Cutlass? Richtung. Ihr lauft, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Ihr müsst hinten von der Rampe aus, wenn ihr von der Rampe aussteigt, rechts rüberlaufen. Also ich habe schon ein Paket in der Hand, ich suche nur das Schiff, wo ich es abladen kann. Team Red. Wo ist denn der Rest? Ich finde mein Team nicht. Wo ist mein Team? Wir müssen über den Berg hier, ne? Ja, ihr müsst, glaube ich, hoch. Ja, ihr müsst über den Berg, genau. Ich sehe euer Licht. Genau. Deswegen habe ich angemacht. Das ist eh egal. Oh Gott, mein weit weg. Also ein Paket liegt da noch. Das müsste links neben der Kruger liegen. Ihr lauft die falsche Seite hoch. Ihr müsst weiter rechts. Deutlich weiter rechts. Ich gehe mal oben auf den Kamm, dann sehe ich mehr. Hier ist jemand hinter so einem Felsen. Komm mal runter. Der Mensch, der da im Felsen ist, soll mal runterkommen. Einfach ganz normal. Jetzt. Sichtkontakt. Ja, genau. Ist Kistenmann. So. Immer schön vorsichtig sein, wie ich weiß nicht, ob hier noch Leute stecken. Schaffst du die also, zur Red? Links neben der Kruger muss noch eine Kiste stehen. Ich gehe jetzt mit dem Päckchen in die Red. Ich hab die Kiste an der Krüger. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt noch zum Javelin Wrack. Weil das ist ja der Umschlagplatz gewesen. Ich vermute, dass da noch mehr liegt. Ja. Also die waren so nervös bei Crusader Security, dass ich vermute, dass da noch mehr am Start ist. Bernardo Gastos? Ja. Kannst du uns entgegenkommen? Ja, ich nehme jetzt nur schnell ersten auf. Ich weiß gar nicht, wer da kommt, aber der ist gleich da. Die Red hat einen super Job gemacht. Wir haben uns gar nicht verortet. Ja, ihr nicht. Ja, komm, brauchen wir nicht. Wir sind Team Red. Erst Red, dann Dead. Der neue Wahlspruch.
Okay, dann du bist drin. Das. So, das erste Paket ist in der Red drin. Boah, ich kann halt, nicht losfliegen, nicht losfliegen, verdammt, ich muss auch noch zu Kruger. Ja, okay. Er wollte ja so Boden, nee, alles gut. Er wollte sowieso ja kommen in die Richtung. Richtig. Ich will ja eh in die Richtung. Team Red. Planlos im Weltall. Das ist. Ah, da ist ja. Oh, die Kruger hat auch ganz gut was abgekriegt hier. Junge Mann. Da können wir Crusader Security eine schöne Rechnung schreiben. Zweite Box ist drin. Jawohl. Ich bin drin. Okay. Ich auch. Okay. Abflug bereit. Ist die Red startklar? Wunderbar. Dann lass uns noch mal zum Javelin-Wrack fliegen, aber bitte unter Sicherungsbedingungen. Wer weiß, was da auf uns wartet. Schon lange keine Paketmission mehr gemacht. Habe ich richtig vermisst. Den Crime-Stat für Langbart kannst du Crusader auch eigentlich gleich in Rechnung stellen. Allerdings. Da wusste wohl jemand nicht, was er drücken sollte oder nicht drücken. Aber egal, so haben wir gleich noch eine Aufgabe. Ja. Genau. Hast du Hacking-Tool, Langbart? Ja. Alles am Mann. Alles am Mann. Ja, gut. So, verteilen bitte. Gut. Genau. Okay, wir sind raus. Ich kann eure Marker nicht sehen. Seid ihr schon draußen aus der Red? Ja. Wir sind gerade raus, ja. Okay, dann... die Sicherung hinterm Felsen. Ich versuche es gerade immer nicht in den Lichtstrahl meiner Kruger zu kommen, aber hier muss noch irgendwo... Was also ich suche gerade das Objekt mit einem Zielfernrohr ab. Ich ebenfalls. Hier ist jemand. Ich mach mal eine Angabe. Beim Hangar? Ich habe hier einen Kontakt. Kontakt wo? Läuft gerade aufs Frakt. Ja. Das müsste Alaska sein. Das ist Alaska. Wenn er leicht. Okay, ich wollte gerade abdrücken. Ja, das ist tricky. Achtung. Ich schieße nicht, bevor wir keine Feuerfreigabe haben. Na gut, das ist jetzt noch einmal ermessen, ne? Wenn ihr angegriffen werdet. Ich gehe mal hier in diesen Hangar rein. Okay, ich nehme den linken. Roger. Okay, wir sollten zumindest das Wrack nochmal grob absuchen. Der rechts außen liegende Hangar ist leer. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammenbleiben. Ja. So. Kai, schließe auf dich auf. Gleichfalls. Okay, wir verlassen den Hangar jetzt wieder, kriegen ein freies Schussfeld, aber der Gegner im Zweifelsfall auch.
Hier müsste man irgendwie runterspringen. Okay, ich hüpfe hier mal runter. Hier ist nichts zu sehen. Keine Bewegung. Vorsicht, Kai, ich bin hinter dir. Okay. Denk dran, der Alaska hat keinen Marker. Ich komme dazu. Bin jetzt da. Ja. Na, ich glaube, hier ist eine Sackgasse, oder? Ja. 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 Jemand der abseits, in den Berge der abseitsliegende Hangar, ist das schon inspiziert worden? Ja. Okay. Also wenn das auf unserer Blickrichtung links ist. Ich kann eure Blickrichtung nicht sagen, weil ich kann euch nicht sehen. Ich komme jetzt aber wieder raus. Also wenn jetzt hier jemand übers freie Feld gejoggt kommt, dann bin ich das. Ich habe das Gefühl, dass das Wrack hier sicher ist. Ja, sonst hätten wir es schon gemerkt, ne? Ja. Zumindest gibt es hier keinen, der auf uns snipert. Warum beruhigt mich das jetzt nun nicht? Weil du hörst noch den Schuss ein. Bitte? Er wartet nur auf den richtigen Schuss. Ja. So. Gewaltige Absturzstelle, gewaltiges Schiff. Ja, Wahnsinn, ne? Das muss gerumst haben, meine Güte. Das Schiff hat sogar einen Namen, aber ich weiß nicht was. Also ich habe mal gehört, dass das wirklich... der Prototyp irgendwie dieses Flaggschiffs sein sollte, damals, als es abstürzte hier. Okay, wo ist der Rest des Teams? Oben auf dem großen Schiffswrackteil. Okay, und die anderen? Kurz vor der Red. Alles klar. Dann würde ich sagen, genießen wir den Sonnenaufgang, ja? Leute, das war doch eine... Hi. Ja. Wo läufst du hin? Bist du in die Red? Ich bin 270 Meter weg, ne? Ja, ja, genau. Weil ich hab die Red versetzt. Ich bin jetzt beim Wrack vorne. Ja, bin ich, meine, ich seh's, ja. An der alten Stelle. Oh. Ja, das passt doch zeitlich. Pity hat gerade geschrieben, dass er da ist. Na, das geht. Wer ist Pity? Der Neuzugang, mögliche. Hier für Team Red oder wie? Richtig. Cool. Okay. Oh, es gibt schwebende Drogenbäckchen, das wird ja mal besser. Ja, also wir werden jetzt rot, ne? Seid euch ja, das bewusst? Was, echt? Ah, ja. Team Red? So, alle an Bord? Ja. Alles klar, die Kugel lassen wir hier, die ist eh Schrott. Na, die Saber lasse ich auch hier. Alles klar. Ja. Gut, aber die Conny, die sollte vielleicht nochmal... Die kann nur derjenige fliegen, dem sie gehört. Ja, dann ladet mich da mal ab. Okay, wir müssen jetzt diese Drogenpakete noch nach Port Olisar bringen. Und, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit Langbart an Bord. Ja, dann lass uns doch zuerst nach Korea fliegen. Ja. Yep. Kein Vertrauen in die Anwälte der Familie Hursten? Nein. Wahrscheinlich ist das alles vorher geplant gewesen, Langbart. Die wollen nicht loswerden. Wahrscheinlich. Ist einer von euch mal die Tür zu oder ist das nur ein Fehler, dass die auf. Zieht wohl. Tür geht nicht zu. Tür geht nicht. Nein. Ja, ich kann sie gerade nicht zumachen, weil ich bin nicht in eurer Party. Mal. Der Sturz war etwas zu hoch. Ich habe irgendwie Schiss, dass das rote Päckchen rausfällt. Kannst du Exterior schließen machen, Pilot? Versuche es gerade.
aber... Das ist eine Cutlass. Da spackt das irgendwie immer rum. Gefühl habe ich auch, ja. Naja, dann genießen wir die Aussicht. Und setzen die Helme nicht ab. Ja. Das war okay, das dann. Ja, ist ja egal. Lass uns die alle in den... Ja, in den Bereich. Oder? Ich kann es nicht greifen. Du auch nicht? Nee, ich kann es nicht greifen. Dann hat das einfach keine Schwerkraft mehr, das Päckchen. Ah, aber Moment. Ah, shit, zu spät. Mal ganz noch ein bisschen Seite gehen. Ja. Ich hätte nämlich eine Anzeige für deine Waffe, die hätte ich greifen können. Ah, es geht wieder. Aber du kannst mir eben die deine geben, dann mache ich dir, dann modifiziere ich die. Ja, ich drehe mich mal um, greif zu. Hast du sie? Noch nicht. Noch nicht. Ben, du kannst dann mal gucken, du hast doch noch auf deinem Multitool den Traktorstrahl drauf, vielleicht kannst du da die Kiste bewegen. Ne, hat nichts mehr. Scheiße. Kurze Frage, wo muss ich jetzt genau hin? Kannst du die in der Hand halten? Career. Career ist das bei jeder. Halt! Sorry. Die Conny steht hier noch rum. Oh. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich die mitnehmen dürfte. Glaube ich, ja. Achso, wir sind nicht in einer Party, deshalb musst du die Waffe auf den Boden legen. Wenn wir nicht in einer Party sind, dann sehe ich auch die Conny nicht, oder? Du wirst zumindest als Radarsignatur sehen. Ich habe keinen Radarkontakt. Die ist 2000 Meter von der Abstandsstelle Javelin entfernt gewesen. Ansonsten lassen wir die Conny auch hier. Da müssen wir dann aber, wenn wir jetzt mit der Red nach Korea fliegen, würde ich vorschlagen, dass wir ziemlich schnell aufs Pad fliegen. Der Gast ist, dass du gar nicht erst richtig landest, sondern dass du einfach nur anfliegst und wir springen sofort raus. In Ordnung. Ich finde, wir können auch im Vorbeiflug raus. Ne? Oder so. Nur runter. Ganz genau, ich springe einfach raus und dann bist du wieder safe. Also ich muss nach Jela. Zellin? Zellin. Gut. Zettel erstmal kurz, Alfka. So, wieso? Brauchst du irgendwie eine Nasen-OP oder sowas? Ein bisschen Onkel Doktor spielen. Ja, ich würde vorschlagen, wir springen dann alle zur gleichen Zeit raus. Ja. Langbart Antigastes. Ja. Achte mal auf näher kommende Schiffe. Ja, ja. Momentan ist alles sehr ruhig. So, Alaska ist zurück. Wer es noch nicht hat, mal Waffencheck machen, Munitionscheck mit Pens. Weil es am Start ist. Jetzt wird's gleich ernst, wenn er gesucht wird, ne? Ja, wieder einmal. Board Career. Career ist in Sicht. Okay. Entfernung. Den Kilometer. Okay. Dann würde ich sagen auf Position, ne? Ja. Ja. Kleinen Moment. Bin bereit zum Sprung. Ich habe wieder ein kleines Problem hier. So, wir haben einen Radarlock. Die aber nicht Station sein können, durch Schiff in Sicht. Die Station wird feuern, denke ich. Ja. Bisher tut sich noch nicht. Fingers crossed, meine Herren. Hurra.
Okay, wir werden beschossen. Ausweichen. So, macht euch fertig. Noch nicht aussteigen. Okay, jetzt raus, raus, raus. Draußen. Alles klar. Der Gast ist, landet die Red auf dem Pad. Genau, du müsstest jetzt frei sein, ne? Ja. Ich brauche einen kurzen Hinweis, wo ich hin muss. Ich kann euch nicht sehen, ich habe keine Marke. Flieg zum Landepad und geh rein. Du kannst doch jetzt eigentlich auch der Party joinen. Ja, könnte ich jetzt machen, aber ihr habt nichts überfordert mit solchen Multiplen. Ein Satellit ist hier am Schießen, aber der schießt ins All einfach nur. Es kann sein, dass da noch ein anderes Schiff unterwegs ist. Ich baue noch, aber ich sehe keinen. Okay. Immer noch Beschuss. Ist das immer noch der Turm? Richtig. Ja. So, ich stehe jetzt vor einer Schleuse. Wie weit seid ihr? Noch 50 Meter zum Landepad. Dann warte ich noch. Der Gast ist, hast du die Landebeine ausgefahren? Das sah jetzt ein bisschen aus, als wie... Momentan spackt das ganze Ding gerade. Ja, weil ich bin nämlich hier jetzt gleich auf dem Landepad, nicht, dass du mich hier platt fährst. Jetzt sind die Landebeine draußen. Okay. So. Okay, bin am Landepad. Bin am Pad 2. Lande mal auf Pad 4. Ich bin auf Pad 2, Strut A. Ist auch noch verschieden, es gibt mehrere Landepads 2 hier. Ah ja, jetzt sehe ich dich auch. Ich sehe dich, Alaska. Bin hinter dir. Ah, wunderbar. Okay, Ben, wo bist du? Warte, ich noch nicht reingehen. Front der Cutlass. Okay. Ah ja, genau, da bist du. So, okay. Wir sind jetzt in der Schleuse. Soll ich cyclen? Warte noch. Von den anderen bitte Bestätigung. Wir sind an der Cutlass. An der Cutlass, ja, an keiner Schleuse bin ich. Bei Kai. Bin an der Schleuse. Okay, ich auch. Okay, Schleuse auf. So. Schleuse auf. Ich sichere hier unten. Links sauber. Ja, ich sehe euch. Ich sehe nur Schuhe. Raum ist sauber. Wir brauchen einen, der draußen Wache hält. In einem Schiff am besten und den. Achtung, Bereich Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist einer ohne Markierung. Ja, das bin ich, vermutlich mal. Ach, das schieß ihn ab. Stehst du in dieser gelben Kiste? Nein. Ah. Okay, ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal raus, der Cuttle ist wieder. Ja. Wir müssen wissen, ob jemand anfliegt, also, ja. Um ihn zu holen. Alles klar. Probleme. Welche Art? Meine Karte ist wieder despawned. Brauchst du eine neue? Nein. Ich bin links von dir an einem der oberen Fenster. Langbart. Ja. Ja, drin. So, läuft.
Okay, jetzt mal ganz nach oben. In den Wartungsbereich. Alaska? Ja. Du bist doch nicht in unserer Party. Kannst du mal beim im Auftragsmenü bei den Bounties gucken, ob Langbart drin steht? Im Auftragsmenü bei den Bounties? Ja. Richtig. Ach so, ja, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Sekunde. Okay. Deck 2 auch sauber. Okay, Feuer, ich höre Feuer. Ja, die Türme schießen, aber wie die Weltmeister. Und worauf? Radarkontakt, wir haben ja einen... Ja, das ist ein anderer mit Grimestead. Ja, genau. Wir kriegen Besuch. Okay, dann würde ich vorschlagen Folgendes, dass wir ziehen uns ein bisschen zurück und sobald er an das Terminal geht, knallen wir ihn weg. Weil der muss ja hier zum Terminal. Ja, wenn das überhaupt der ist, dahin schafft. Muss leider am Terminal bleiben, um zu bestätigen. Ja, wir müssen den vorher abfangen irgendwie. Wir müssten wissen, wo der landet. Der Gast ist, kannst du den wegballern? Was hat denn der für ein Schiff? Kannst du einen Scan machen? Guck mal, ich scan kann ich noch nicht. Der Gast ist, du hast Feuerfreigabe. Jawohl. Halt uns den Wichser vom Leib hier. Langbart, wie weit bist du? Ich bin jetzt bei Diplomat. Ja, ist abgeschossen. Okay. Vielleicht hat er jemanden abgesetzt. Passt trotzdem auf. Also das Schiff ist weg. Ja, vielleicht hat er es vorher noch rausgeschafft. Bin mal in der Nähe von Landepad 4 und 5, da, falls da hier reinkommt. Ja. Der Gast ist, wie sieht's draußen aus? Ich hab hier, also ich könnte sein, dass noch jemand unterwegs ist. Nee, es ist ein Boje. Nee, alles gut, keiner da. Okay. Trotzdem wachsam sein. Ohren auf für die Luftschleusen. Langbord, Status? Ja, einen muss ich noch. Hast du dir wieder den langsamsten geholt, oder was? Nein. Icepick. Okay, bin sauber. Okay. Perfekt, schön. Dann. Die Gast ist Landung. Ja, bin im Anmarsch. Muss sagen, welches Pad nur. Also ich bin jetzt hier bei Landing Pad 4 bis 5. Jetzt müsste dann wieder hier drüben sein. 1 bis 5 ist links, ne? Ihr könnt meinen Marker hinterher. 1 und 2, 4, 5, jetzt recht. Ja. Okay. Alle da? Ja. Gut, ja.
Schöner Anflug. Ja. Der Gast ist Landebeine raus. Außen. Ah. Ja, jetzt. Team Red. Zum Einsteigen reicht's doch, oder? Da draußen, oh, was war das? Da draußen, ist noch ein, Schiff. Ist das kaputt? Ja, das steht da die ganze Zeit schon. Ja, okay, egal. Ignorieren und rein. Wir sind hier sauber. Bin drin. Sander ist drin. Alles drin? Ja. Ja, ich bin drin. Können weitergehen. Kriegen wir jetzt die Tür zu? Nee. Okay, jetzt müssen wir auch die schöne Aussicht verpassen. Nein. Müssen wir nur noch die Pakete auf Porto di Sara abliefern. Alles klar. Perfekt. Sehr erfolgreich, meine Herren. Schönen Dank. Ja. Gleichfalls. Noch sind wir nicht auf Olisar. Noch ist der Bär nicht da. Noch können wir ihn nicht holen. Richtig. Aber Olisar ist tatsächlich noch mal ein bisschen spannend, da dort momentan viel abgekämpft wird. Wie ist der Schiffsstatus? Ja, so wie er von hier aussieht, oder? Ja, schaut ganz gut aus. Sie haben hier Funkenflug hier im Medizinraum. Ja. Echt? Also ja, ein bisschen was ist, würde ich gerade nicht behandeln wollen. Ja. Ein bisschen was ist rot, aber das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Ja, Team Red. Team Red. Was? Olisar ist hinter uns, ne? Oh Gott, bin ich froh, wenn ich wieder einmal an Bord der Harbinger bin. Die Drake-Schiffe klappern überall, ey. Das ist heftig. Was hast du da in der Hand? Wechseln wir auf Olisar das Schiff. Ich würde mal sagen, wir fliegen mit einem anderen Schiff hin. Lassen die Red jetzt erstmal in Ruhe. Ja, würde ich auch sagen. Das arme Ding. Ja, ne. Wollen wir mit der Caterpillar fliegen? Ich finde das Schadensmodell in den Schiffen immer geil. Ist geil, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn es irgendwann richtig brennen kann. Ey, was meinst du, wie geil das dann ist? Ey? Ja. Und hier Luft abgesaugt wird und was auch immer. Ey. Und warm vor allen Dingen. Ja. Du musst dir dann Feuerlöscher schnappen und dann selber löschen, ne? Richtig. Also ich kann mir vorstellen, dass die modernen Schiffe ja vielleicht so eine Berieselungsanlage haben, aber bei Drake-Schiffen, glaube ich, muss man selber noch zum Feuerlöscher greifen. Bei Drake-Schiffen hast du da einmal Sand stehen. Katzenstreu. Den musst du dann aber auch immer auffüllen, wenn du auf irgendwelchen Monden bist, ne? Natürlich. Mit dem Eimer. Schippe dabei, ne? Ja. Aber mach nicht den Fehler und nimm den Sand von Aberdeen, sonst explodiert das Schiff. Ey. Ach guck mal, da steht ja schon die. Perfekt. Können wir auch gleich umsteigen? Ich würde sagen, wir kapern eine Caterpillar. Okay, jetzt auf jeden Fall die Pakete mitnehmen, nicht vergessen. Ja. Das Rote wird vermutlich nicht funktionieren. Nein. Okay. Das Rote habe ich reingetragen, wieso geht das nicht? Das hängt, hat die Synchro verloren. Ja, ist abgelaufen. Okay, dann wollen wir mal. Freiheit. Leute, also ich kann das Boot nehmen. Festen Boden. Ja? Oh, der dann ran. Na dann. Schön. Gut. Oh, was war das? Alter. Ja, geht mal hier runter in Deckung hier. Ja, der feuern die scheiß Geschütze wieder. Ja. Lau, Forrest! Das fehlt doch jetzt noch. Jetzt noch ein Strahl in Magmir. Ja. Das wird ein Spaß, wenn die waffenfreien Zonen ja weg sind. Also, Crusader Security hat halt den Raum hinter dem Admin, in der Apotheke eigentlich für das Verhör nutzen wollen. Da geben wir dann die Pakete ab. Oh! So, das jetzt? Ups, einer ist draußen geblieben. Ja. Member left. Naja, sind wir doch das ist was an Gutless, ne? Okay. Komm rein. Ja, jetzt. Gastus? Ja, mit drin. Um Gottes Willen, ich kann es gar nicht glauben. Porto di Sara ist echt sowas wie zu Hause. Ich fühle mich gerade hier richtig.
obwohl ihr geschossen wird, wie blöd, aber. Ja, das gehört dazu. So. Na komm. Ja, ich hab's immer noch in der Hand. Wieso das? Need something? Need something? Ich hab's auf den Tisch gestellt. Steht's gut. Ich kann es nicht wegstellen, ich kann mein Paket nicht wegstellen. Ich kann es nicht wegstellen. Ich hab's jetzt für den Rest des Lebens dran. Aber es rostet, vielleicht kann ich es dir abnehmen. Ah, warte mal. So. Ich wollte gerade sagen, oh, sonst machst du es Mopi kaufen. Alter, was ist denn da los? Gibt's hier, hier gibt's ein Fenster. Ich glaube, das ist die verkehrte Seite. Ist ja wie Silvester hier. Jetzt. Oh, das Rot ist auch da. Cool. Na klar. Sehr geil. Da haben wir echt alles abgeliefert. Leute. Die Gastes konnte es noch aufheben. Also, junger Mann. Hallo? Need something? Die Pakete sind da. Ich hoffe, dass Crusader Security jetzt die nötige Zahlung anweist. Gut. Dann. Goodbye. We're done here. Wie recht er doch hat. Der Plan war, dass der kleine Lieber auch mitmacht, nur der hat technische Probleme heute. Der kommt irgendwie nicht richtig rein ins Spiel. Okay. Und das Problem war, da das eben so spontan war, musste das alles. Ich habe vorhin mit dem McKay einfach über Telefon kommuniziert. Immer wenn ich gesagt habe, ja, ich muss mal kurz zu Crusader Security funken, dann habe ich mit McKay telefoniert. Cool. Aber die Idee war richtig gut, der Gefühl. Ja. War super gemacht. Wirklich. Ben, dein Gesicht sieht so aus, als ob du hier schon genug heute hast, ne? Hey, hier. Voll. Du hast voll den Gesichtsfasching gerade. Ach ja, bitte, auf deine neue Wohnung, ey. Yeah. Ich hab noch kein Bier, verdammt.